Der Löwe und die Stiere. Eine zärtliche und enge Freundschaft verband zwei junge, kräftige Stiere. Ein Löwe, der in einem nahen Wald seinen Schlupfwinkel hatte, beobachtete sie aus sicherer Entfernung und seine Begierde nach ihnen wuchs von Tag zu Tag. Vor diesen vier spitzen Hörnern, sagte er sich aber, müsste ich fliehen. Ja, diese zwei Stiere könnten mich sogar töten, wenn sie sich gemeinsam angreifen. Aber ich weiß, was ich tun muss. Er verbarg sich am Rand der grünsaftigen Wiese, auf der die Stiere weideten, und wartete geduldig, bis sich einer von den beiden ein wenig entfernte. Dann schlich der Löwe hin und flüsterte dem Stier zu. Ah, du bist es, den der andere verspottet. Er ist doch mein bester Freund, er würde mich nie verspotten. Dem nächsten Stier erzählte er, der andere ist eifersüchtig auf dich, weil du größer und schöner bist als er. Er ist doch mein bester Freund. Niemand ist neidisch auf den anderen. Am Anfang hörten die Stiere nicht auf den Löwen, aber bald fing sie an, sich gegenseitig zu misstrauen. Sie gingen nicht mehr gemeinsam auf die Weide und nachts rückten sie voneinander ab. Das alles machte sie noch viel misstrauischer und jeder dachte von dem anderen, sie warten auf eine Gelegenheit, mir etwas anzutun. Als der Löwe schließlich die Nachricht verbreitete, die vier Stiere wollten sich gegenseitig bekämpfen, weil jeder der Stärkste sein und die anderen von der Weide verjagen wolle, da fielen sie sich einander sofort in heller Wut an. Bald sahen die zwei prächtigen jungen Stiere nicht mehr prächtig aus. Sie schlugen mit ihren Hufen aufeinander ein und zerfetzten sich mit ihren Hörnern. Als der Löwe einen von ihnen anfiel und fortschleichte, kam der andere seinen Gefährten nicht zu Hilfe. Der Löwe zerriss bald danach den letzten Stier. Das war das Hörspiel Der Löwe und die Stiere. Es gab zwei Erzähler, Lena und Jenny, einen Löwen, Sarah, und zwei Stiere, Mary und Lea. Die Bongo hat Jenny gespielt und die Gitarre hat Sarah gespielt. Dankeschön fürs Zuhören.